Manuel Dospel. Jawohl. Dankeschön. Wir sind super drauf heute. Gut, ich sehe schon ein paar Blicke. Was macht der Wahnsinnige in einer Lederhose da vorne? Ist ganz einfach, ich komme aus dem Gebirge. Ich bin aus Duin. An der ebenfalls gelegenen grau-grünen, wunderschönen Donau. Nein, ohne Flachs, warum habe ich eine Lederhose an? Es gibt einen ganz einfachen Grund. Es ist die einzige Hose, die mir noch passt. Und gut, können wir eigentlich starten. Nein, freue mich, dass ich da sein darf. Bin auch wirklich gut drauf, muss ich sagen. Hat angefangen schon beim Frühstück. Habe Zeitung gelesen. Normal wirst du eigentlich depressiv. Aber ich habe heute das erste Mal was Positives in der Zeitung gelesen, seit langer Zeit. Ja, ist gestanden, eine Frau feiert heute ihren 106. Geburtstag. Den 106. Geburtstag. Gut, ich sehe schon, jetzt denken sie ein paar, was ist da positiv, was die Kostzeit in Pension ist. Ist positiv, keine Frage, ja. Wenn man sich vorstellen, was die alles erlebt hat, ja. Vor allem überlebt, ja. Wisst ihr was? Die hat nie einen Burnout gehabt. Burnout, wer es nicht weiß, ist Englisch. Heißt übersetzt Klopfer. nein, ist auch gestanden, dass viele Leute derzeit einen Burnout haben. Und die anfälligste Gruppe sind die 13-Jährigen. Ja, unsere Kinder haben Probleme. Ich meine, ich kann jetzt nur für die Burschen sprechen, ja. Aber das einzige Problem, was ich mit 13 gehabt habe, war eine Sehnenscheidenentzündung. Ja. Was? Was? Ja, ja. Ja, ja. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher Tennis gespielt. Ja? Nein, aber wieder zur 106-Jährigen, gell? Was die alles erlebt hat, allein da in der Kunst und Unterhaltung, gell? Musik, ja? Swinging 60s, die wilden 70er, die steilen 80er. Ja? Jetzt, was muss also jetzt da hören? Musik, wo du nicht weißt, rehren sie, speien sie oder singen sie doch. Ja? Oder trat's auf im Radio. Krone Hit, wenn du ihre Pulver nicht rechtzeitig nimmt, kriegt es Rhythmusstörungen. Bum, bum, bum. Ja. Auf Ö3 kannst du den ganzen Tag anjammern lassen. Ja. Von weiß ich nicht, Xavier Naidoo oder Herbert Grönemeyer. Kennen wir alle, Herbert Grönemeyer. Ja. Oh, Herbert! Oh, oh! Grönemeyer! Oh, oh! Dann Manchester! Womit habe ich das? Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer, der singende Schlagern von Epileptiker. Es ist dann Radio Niederösterreich. Kannst du noch auf dran? Radio Niederösterreich, da willst du dann eh am Friedhof gehen und dir die Gruben schon selber ausheben. Ja. Da hört es dann zu, wie die Amigos vor sich hin vegetieren. Kennt ihr die Amigos? Ja, ist ja dieses alte Schlager-Duo aus Deutschland. Ja. Der eine hat ein bisschen so einen Bugel, ja, und so einen Zinken. Der andere spielt im Wachkommer Gitarre. Ja. Die Amigos, die letzten Überlebenden von Tschernobyl. Es ist. Oder wie ich sie gerne nenne, The Walking Dead. Ja. Nein, aber muss man auch lassen, die haben 4 Millionen verkaufte Platten. 4 Millionen. Ich meine gut, 3 Millionen davon sind derzeit in einer Verlassenschaft, aber verkauft ist verkauft. Ja. Die Amigos, nein, darf man nichts sonst. Sind leibende Burschen, keine Frage. Ich kenne sie relativ gut persönlich, weil die waren ja auf Österreich-Tournee und die haben ja keinen Manager, sondern die haben immer Zivildiener. Und ich war Zivildiener und war da eben einer Betreuer. Nein, ich war der, was mit der Rodel auf die Bühne fährt. Dann habe ich es hingestellt. Ja. Den einen, der was eben so tut, wie wenn er Gitarre spielt, den haben wir die Hand auf einer Schnur gebunden, weil die wird mittels Flaschenzug bewegt. Dann habe ich ihn eigentlich nur mehr so einen Duftwunderbaum umgehängt, was mir ins Auto hängt, damit sie nicht die ganzen Fliegen draufsetzen.
Ja, dann haben sie einen großen Hit gespielt, ja. Ich geh mit dir durchs Feuer. Ja, und dann haben wir es wieder heimgeführt ins Heim. Die Amigos. Nein. Aber wieder zu 106-Jährigen, ja, was die im Fernsehen alles erlebt hat. Heinz Konrad, Rudi Carell, Megashows, Peter Rapp, Filme, Charles Bronson, John Wayne. Jetzt, ja, was muss er sich jetzt da schauen? Wie ein Bauer sich aussucht? Oder der Halbnocker, der gewamperte Lug noch im Meer um den Dom hupft. Das war Grund für ein Burnout. Mein Fernsehen sowieso eine eigene Wissenschaft. Man weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich schlafe immer ein beim Fernsehen. Ja? Und letztes Woche da so auf, mitten in der Nacht, so 2, 3 wird es schon gewesen sein. Und ich habe nicht gewusst, was da für interessante Sendungen spielt um diese Uhrzeit. Also da war so eine Medizinsendung. Was wird das geheißen? Sportclips. Und kennt ihr das? Sportclips. Na, wie gesagt, so eine Selbsthilfemedizinsendung anscheinend. Da werden anscheinend irgendwelche Leute gezeigt, die irgendwelche Krankheiten haben. Auf alle Fälle, da war eine Frau, ja, die war gar nicht so schlecht, und die war knockert, ja, die hat sich da dauernd geratzt und haben wir zuerst gedacht, hat sie Allergie oder irgendwas. Gell. Auf alle Fälle, dieser Juckreiz ist dann während der Sendung immer schlimmer geworden und dann ist es so gegangen, so und dann war mir klar, die hat die Feuchtblutern. Eindeutig. Ich habe auch nicht gewusst, dass das heutzutage also da wird man mit eingebunden als Zuschauer. Ja, auf einmal schaut die dann so aus und sagt, ruf mich an. Und dann dachte ich, naja, bist ein sozialer Mensch. Habe ich angerufen. Sie hat relativ schnell angekommen, muss man sagen. Sag ich, ja, grüße, Dospel. Sie haben wollen, dass ich anrufe. Ist die Winzlerei gleich wieder weitergegangen? Ich bin schon ganz feucht. Sag ich, ja, probieren Sie es mit Wundbuder, dann nässen diese Blodern nicht so. Dürft ihr geholfen haben, ja? Dürft ihr geholfen haben, ja? Weil die Sendung war dann auch aus. Und ich hab's aber immer noch am Hörer gehabt. Wollte sie, weiß ich nicht, bedanken oder irgendwas, gell, und gesagt, ja, ich tue jetzt alles für dich und dieser Anruf kostet dich nur 5,50 Euro in der Minute. Sag ich, spinnst du? 5,50 Euro? Ich meine, rechnet es das einmal um, 5,50 Euro? Das waren in echt Geld fast 75 Schilling. Sagt sie, ja, aber dafür tue ich alles für dich. Sag ich, gut, dann ruf mich bitte zurück. Na. Aber wie gesagt, schon interessant, was um so eine Zeit auch wirklich für gute Sendungen spielt. Gell? Wenn du auf andere Sender schaust, Sendungen mit pornografischem Inhalt. Gell? Auf eigentlichen Kindersendern, so, habe ich gehört. Kann es ja dann passieren, dass eine etwas reifere Dame vor der Kamera steht, gut gebaut und gerade jongliert. Nackt, im Hintergrund hörst du die Stimme, heiße Grannys in deiner Umgebung. Heiße Grannys in deiner Umgebung. Na gut, ich bin jetzt dann einmal hergegangen und das würde ich jetzt auch bitten. Wurscht, wo ihr her seid, stellt euch einmal die heißen Grannys in eurer Umgebung vor. Ja, so habe ich dann auch geschaut. Na, heiße Grannys in deiner Umgebung, ich wohne in einer Wohnung im ersten Stock und man dachte, heiße Grannys in deiner Umgebung. Da bin ich umgegangen zu alten Schreihuber. Habe ich angelegt, wirklich um 2 in der Früh hat es aufgemacht. Sage ich, grüß Sie, Frau Schreihuber. Sind Sie die heiße Granny in meiner Umgebung? Sie hat mich angezeigt wegen sexueller Belästigung. Polizei zu mir heimgekommen. Sagt er, Herr Dospel, haben Sie die Frau Schreihuber sexuell belästigt? Sage ich, nein. Ich habe sie gefragt, ob sie die heiße Granny in meiner Umgebung ist. Sagt der Kieberer, nein, Trottel, das ist die Privats nicht unter dir. Na, woher? Woher soll ich wissen, dass es nicht die Schreihuber neben mir, sondern die Privats nicht unter mir ist? Da bin ich runtergegangen. Mit da unten angelegt und wirklich war. Hat schon die Tür aufgemacht.
Pudel nackt. Sie ist 87. Bin seitdem in Behandlung. Wollte eigentlich nicht, aber mein Therapeut sagt, ich soll drüber sprechen. Aber da ist mir eins klar geworden, was ihr damals lebender Mann vor 2 Jahren, der alte Privatsnick, noch zu mir gesagt hat, hat er gesagt, Buah, sei froh, wenn du in meinem Alter Demenz hast. Ja. Nein, es ist Wahnsinn, was im Fernsehen alles spielt. Ja. So. Ich spiele zwar erst 10 Minuten, aber ich sehe schon wieder ein paar Damen, die ein bisschen unruhig sind, gell? Die aufs Klo müssen. Da habe ich zum Abschluss noch ein Ständchen mitgebracht. So, speziell für die Damen. So, wer sich fragt, was ich da jetzt tue, was das ist für eine Klammer, nennt sich Capo Tasta. Nehmen die Gitarristen, die besonders gut spielen können. So, also speziell für die Damen und ihren Handrang. In eure Augen habt ihr das Gelbe, man sieht euch schon an. Ein Zittern geht so wie Parkinson krank. Dabei müsst ihr nur aufs Klo, aber da passiert's schon. Ihr könnt es nicht mehr halten, drüber nimmer mehr wollen. Es ist wie ein wildes Wasser, das die Knie oberringt. Wie ein wildes Wasser, das an Chancen mitnimmt. Wie ein wildes Wasser, so gelb und so warm. Und auf einmal ist es nimmer so trocken, wie es war. Dankeschön. So. Das war's von mir. Wer vielleicht einmal mein ganzes Programm sehen will, es werden nachher auch noch Flyer verteilt. Wer keinen kriegt, wird sicher einen am Boden finden. Ein Termin vielleicht zum Song. 21. November in der Kulisse war ein Top-Termin. Ansonsten dospel.at und ich muss jetzt, weil ich muss Backschein wechseln. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, wir holen den jungen Mann noch einmal auf die Bühne, oder? Manuel Dospel! Dankeschön. Danke. Manuel, und da kannst du gleich deine Premiere hier beim Wiener Kabarett Festival feiern. Alles Gute für die kommenden Dankeschön. Aufgaben. Toi, toi, toi. Danke.